Die Hannover Messe, sie ist die wichtigste Leitmesse für die Industrie. Rund 6.500 Aussteller aus 65 Ländern präsentieren in diesem Jahr sich und ihre Produkte. Und wer die Hannover Messe besucht, der erkennt auch schnell das Leitthema dieses Jahres. Die vierte industrielle Revolution, auch bekannt unter dem Begriff Industrie 4.0. Die Digitalisierung von Produktionsprozessen, sie ist allgegenwärtig. Deutschland gehört weltweit zu den konkurrenzfähigsten Industriestandorten. Das soll auch im Zeitalter von Industrie 4.0 so bleiben. Dafür soll auch die Plattform Industrie 4.0 sorgen. Politik, Wirtschaft, Verbände, Wissenschaft und Gewerkschaft, sie wollen künftig gemeinsam arbeiten. Mit dem Ziel, die Chancen der Digitalisierung der Wirtschaft aktiv zu nutzen. Zur Auftaktveranstaltung der Plattform Industrie 4.0 betonte Bundeswirtschaftsminister Gabriel die Bedeutung der Digitalisierung für die Industrie in den kommenden Jahren. So wie die Digitalisierung bereits die Art verändert hat, wie wir leben, kommunizieren, uns austauschen, wird sie zunehmend eben auch unsere Wirtschaft prägen. Experten rechnen bis zum Jahr 2020, also bereits in 5 Jahren, das ist morgen, mit 50 Milliarden vernetzten Geräten auf der Welt, Autos, Fabriken, Roboterparks, Waschmaschinen und vieles andere mehr. Unsere Unternehmen erwarten durch Industrie 4.0 eine jährliche Effizienzsteigerung bis 2020 von 3,3% pro Jahr. Und allein in den nächsten 10 Jahren können sie eine zusätzliche Bruttowertschöpfung im dreistelligen Milliardenbereich schaffen. Dafür allerdings muss der Rohstoff Daten noch besser genutzt werden. Daten sind die neue Wertschöpfungsquelle und nicht ohne Grund sprechen manche mit Blick darauf vom neuen Öl oder vom Gold des 21. Jahrhunderts. Deutschland müsse die Industrie der Zukunft aktiv mitgestalten, so Gabriel. Die deutsche Wirtschaft müsse an ihre vorhandenen Stärken anknüpfen. Wir sind nach wie vor der Industrialisierer der Welt. Unseren schlagkräftigen Forschungsinstitutionen und hervorragend ausgebildeten Fachkräften haben wir alle Chancen, dass Deutschland diesen nächsten Schritt in der Wertschöpfungskette, in der industriellen Revolution ganz vorne mitprägt. Bereits in diesem Jahr will die Plattform Industrie 4.0 auf dem IT-Gipfel im November Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen vorstellen. Auch beim Messerundgang zeigt sich, wie die Digitalisierung die Branchen und vor allem den Mittelstand prägt. Doch nicht alles dreht sich um Industrie 4.0 auf der Hannover Messe. Die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen erfordert auch einen effizienten Einsatz von Rohstoffen und Materialien. Um Unternehmen zu ermutigen und die Öffentlichkeit zu sensibilisieren, zeichnet der Rohstoffeffizienzpreis jährlich Unternehmen aus, die bei Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen einen besonders effizienten Einsatz von Ressourcen an den Tag legen. Mit dem Startschuss auf der Hannover Messe können sich Unternehmen bis September beteiligen. Der Rohstoffeffizienzpreis wird dann im Herbst in Berlin verliehen.